Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, dass wir die Gelegenheit haben, heute ein Gespräch zu führen. Und bevor wir in die Einzelheiten und Details einsteigen, würde ich gerne wissen, wie man so schön sagt, wie das bei Ihnen alles angefangen hat, wie es dazu kam, dass Sie sich mit der geistigen Welt befasst haben. Das war ja sicherlich nicht ganz von Anfang an der Fall. Da, это как бы. Ja, das stimmt. Es war kein geplantes Ereignis in meinem Leben. Es ist so, bis ich 50 Jahre alt war, wusste ich nichts über diese Seite und über solche Möglichkeiten des Menschen. Ich habe mich nie mit Esoterik beschäftigt. Eines Tages geschah ein unangenehmes Ereignis. Ich wurde krank. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht und es sollte mir eine Niere entfernt werden. Zu dieser Zeit, ganz überraschend für mich selbst, öffnete sich die Vision, die feinstofflichen Prozesse zu sehen. Da ich ein Schriftsteller bin, habe ich angefangen, das Gesehene aufzuschreiben. Das heißt, ich habe mich dieser Arbeit hingegeben. Und je mehr ich arbeitete und alles aufschrieb, desto mehr sind meine Krankheitssymptome zurückgegangen und langsam während meiner Arbeit verschwunden. Die Ärzte waren sehr verwundert, da ich damals sehr große Schmerzen hatte und kurz vor einer OP stand. Es war sogar die Rede davon, mir mit der Zeit auch die zweite Niere zu entfernen. Ich wurde erneut mit modernen Tomographiegeräten untersucht und es wurde festgestellt, dass es keinen Grund mehr gibt, mich zu operieren. Das heißt, die Initialzündung war ein einschneidendes gesundheitliches Erlebnis, ein persönliches gesundheitliches Erlebnis. Und das hat dazu geführt, dass sich Ihr Leben quasi komplett geändert hat. Bedauerlich kam es erst durch die Krankheit. Ich habe die freie Wahl gehabt. Ich konnte es als zufälliges Ereignis betrachten, aber ich habe mich anders entschieden. Ich bin ein Forscher, habe mich mit Wissenschaft beschäftigt und bin fast dein Kollege, Michael, da ich auch ein Doktor und Professor der philosophischen Wissenschaften bin. Ich wurde von dem Prozess des Forschens hingerissen und zu dieser Zeit hatte ich eine wichtige Position als Direktor eines großen russischen Verlages für Literatur mit künstlerischem Anspruch. Dadurch habe ich die Möglichkeit gehabt, ein Laboratorium zu gründen, was ich auch tat, und habe viele mediale Menschen engagiert, um diesen Prozess zu untersuchen. Aus dieser Zeit datiert die Zusammenarbeit und Bekanntschaft mit Grigori Grabowoi oder kam das später? Vielleicht auch da so ein bisschen den Beginn erzählen, wie die Zusammenarbeit und wie die Bekanntschaft zustande kam. Genau aus dieser Zeit kam es zu dieser Zusammenkunft, weil ich solche Menschen mit außergewöhnlichen Eigenschaften gesucht habe. Und ich bin darüber sehr froh, dass das Schicksal mich mit diesem Menschen zusammengeführt hat. Unabhängig davon, dass er auch hier im Westen sehr kritisch verfolgt wird, achte ich ihn sehr. Ich kenne ihn persönlich und was über ihn geschrieben wird, dies alles kommt allerdings aus Russland. Die Menschen, die es hier verbreiten, kennen ihn nicht einmal und verbreiten die Meinung russischer Journalisten, die letztlich auf Weisung handeln. Dies alles stimmt nicht mit dem überein, was ich über ihn weiß. Wenn Sie sagen, dass Sie sich mit den paranormalen Phänomenen im Bereich der Forschung gewidmet haben, wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man dort forschen? Wie funktioniert Forschung in dem Bereich?
Wir sind ja stark geprägt von der Schulmedizin, der Schulwissenschaft, wo alles nach mathematischen, naturwissenschaftlichen Gesetzen geht. Wie funktioniert in diesem Bereich Forschung? Es gibt jene Geschehnisse und Fakten, und diese stehen im ersten Schritt im Widerspruch zu unserem Wissen, bringen Uneinigkeit, werden missverstanden. Aber diese Situation ist sonderbar. Die Fakten existieren. Nur das Verständnis über den Ablauf fehlt. Hier können wir zweierlei tun. Entweder wir lehnen alles ab, oder wir versuchen es zu verstehen. Und hier teilen sich die Menschen. Manche wollen davon nichts wissen, und die anderen versuchen es zu untersuchen. Dazu gehören auch Wissenschaftler. Und die jetzige Situation sieht so aus, dass nach 15 Jahren aggressiver Verfolgung viele Wissenschaftler auf unserer Seite sind. Сейчас ситуация изменилась. Очень многие ученые стали нас поддерживать, потому что они просто Sie haben angefangen, diese Phänomene zu untersuchen und finden jetzt mit ihrem Wissen auch Erklärungen. Vor kurzem gab es im russischen TV eine Ausstrahlung, in der ich quasi zu einer Art Heldenfigur gemacht wurde. Ein Wissenschaftler, ein berühmter und großer Mediziner, hat versucht zu erklären, wie diese Phänomene mit uns entstehen. Dieser Wissenschaftler ist der Befürworter der sogenannten kosmischen Medizin in Russland. Ivan Pavlovich Neumjakin übernahm die Rolle des Rechtsanwalts, der versucht hat, diese Phänomene aus der Sicht der Medizin zu erklären. Und solche Menschen gibt es in unserer Umgebung ganz viele. С точки зрения медицины, это крупнейшее светило медицинское, объяснить, как же происходят эти феномены. И таких людей сейчас вокруг нас очень много. Ну, здесь на Западе, например, знают Петра Петровича Гаева. Hier im Westen sind es zum Beispiel Peter Petrovich Gajew oder Andrei Igorevich Poletajew und viele andere, die nicht nur zusehen und uns beobachten, sondern auch mit uns zusammenarbeiten. Не то, что не стоят в стороне или и как бы не вмешиваются в это, а наоборот, вмешиваются именно в поддержку нас и в помощь нам. Ich muss sagen, die Situation in der letzten Zeit hat sich deutlich verändert. Wenn man sich mit dem dem neuen Wissen befasst und es anwendet, ist der Einstieg in die Lenkung oder in Lenkungen immer eine sogenannte Makrolenkung, Rettung und Harmonisierung, die die gesamte Menschheit umfasst. Das ist etwas Ungewöhnliches. Warum ist das so? Warum geht vor jeder Lenkung, die mich selbst betrifft, erst einmal eine Makrolenkung für alle Menschen? Ну, ваш соотечественник So wie der Landsmann Karl Marx. Er hat vor langer Zeit eine wunderbare Aussage gemacht. Die Idee wird eine materielle Kraft, wenn sie die Massen ergreift. Da liegt auch die Antwort. Die Idee ist nicht material, aber sie erzeugt die Folgen in der psychischen und materiellen Welt. Leider können wir noch nicht die tatsächliche Bedeutung und globale Auswirkung des kollektiven Bewusstseins verstehen. Es ist so, dass die Menschheit in ihren herkömmlichen Vorstellungen verharrt ist. Man wird geboren, lebt, erkrankt und stirbt. Und alle folgen diesem Algorithmus. Aber es gibt auch andere Algorithmen. Man muss nicht sterben, man muss nicht krank sein und man muss nicht alt werden. Das ist Realität. Unsere Arbeit hat das alles bestätigt. Und wir beweisen es jetzt real mit unseren Taten, mit unserem Wirken und den Ereignissen, die um uns geschehen. Ich bin gerade aus Düsseldorf zurückgekommen. Dort bereite ich eine Gruppe von Spezialisten für Deutschland vor. Und da geschah etwas Interessantes. In dieser Gruppe war eine Frau. Ihr Name ist Sabrina. Sie hat gerade eine Krebsoperation hinter sich.
Sie hat uns um Hilfe gebeten und wir haben eine mentale Technik angewendet, um ihren Heilungsprozess zu beschleunigen. Am nächsten Tag ging sie zu einem Arzt und hat sich ihre Narbe untersuchen lassen. Diese hat sich komplett zugezogen und verheilt, sodass man keine Spuren der noch sehr frischen Operation feststellen konnte. Ощущение такого, что вот только-только произошла операция. Врач был настолько изумлен, что сказал, что надо немедленно собирать консилиум, потому что... Der Arzt war sehr verwundert und wollte sofort eine Beratung ansetzen, denn die Narbe sah so aus, als ob die Operation vor einem Monat stattgefunden hätte. Und sowas hat der Arzt noch nie erlebt. Он имел такой вид, как будто на месяц старше, чем вот как она по времени должен быть. Wir haben ihr keine Medikamente verabreicht, haben sie auch nicht bestrahlt, aber die Heilung fand trotzdem statt. Dies ist die mentale Wirkung. Bei uns ist nur 1% der Ionen des Gehirns aktiv. Und so haben wir eine Zivilisation geschaffen, bei der wir mit Raketen in den Kosmos fliegen können. Und jetzt tasten wir uns vor, um das unsere Gehirn für bestimmte Tätigkeiten und Prozesse in unserem Körper zu trainieren. Und wenn wir nicht nur 1%, sondern 10-20% der Ionen des Gehirns aktivieren, dann stellt sich die Frage, welche Resultate wir dann erreichen können. Wenn man ein solches Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, hört, dann muss man sich das so vorstellen, dass man mit der mentalen Lenkung im Prinzip jegliche gesundheitliche Verbesserung, Veränderung möglich ist. Это так и есть. Действительно, мы сейчас wir haben heute unsere eigenen Statistiken. 40 Menschen, die eine Krebserkrankung im vierten Stadium hatten und in keinem Land, in keiner Klinik der Welt Aussicht auf Genesung hatten, haben wir geheilt. 2006 fand in Stuttgart die onkologische Konferenz statt. Dort wurde ich eingeladen, um einen Vortrag zu halten. In der Regel bekommt jeder nur 20 Minuten und die Nobelpreisträger 10 Minuten mehr, also maximal 30 Minuten. Mein Vortrag dauerte 4,5 Stunden, da die Teilnehmer es so wollten und mich nicht von der Bühne ließen. Ich habe über die neuen Möglichkeiten berichtet. Man kann sagen, dass von da an bis heute eine Entwicklung stattfand. Тогда мы еще не могли делать то, что вот я сейчас сказал, например, излечить человека с четвертой степенью рака. А сейчас уже можем. То есть можно сказать, что старт тоже был сделан в Германии, в Штутгарте. In Stuttgart. И здесь развивается так активно. Wir können uns hier sehr aktiv entwickeln. Viele Beispiele kommen aus Europa. Und zum Beispiel bei der Konferenz in Stockholm haben wir über diese Errungenschaften gesprochen. Wenn wir bei dem Thema Heilung noch bleiben, wie muss man sich das vorstellen im Vergleich zu der normalen Medizin? Habe ich hier den Arzt, den Heiler, der den Patienten quasi heilt? Oder ist der Patient selber auch ein Stück seiner eigenen Heilung? Muss der Patient auch selber und kann er auch selber etwas steuern, etwas lenken? Natürlich muss der Patient an diesem Prozess teilnehmen, weil es weniger um eine Behandlung als vielmehr um eine Entwicklung des Menschen geht. Und wie diese Technologie anzuwenden ist, das ist nicht schwierig. Das können sogar Kinder. Die Zellen unseres Körpers wissen selber, was sie tun müssen. Ja, sie wissen ganz genau, was sie tun müssen. Nur wir wissen nicht, dass wir zuerst einen Befehl an die Zellen geben müssen, damit sie die Arbeit tun können.
Eine Ärztin, Ravil Kochmann, erkannte für sich selbst eine ähnliche Heilungsmethode, bevor sie unsere Methode, unsere Lehre zu studieren begann. Ее зовут Равиль Кохман. Она из Израиля, врач. Sie arbeitete in der Ukraine mit dieser Technologie. Und es gibt eine Geschichte dazu. Als sie das Onkozentrum besuchte, traf sie einen kranken Jungen, der mit einem Spielzeug spielte. Dieses Spielzeug war eine Kuh. Und wenn man an den Zitzen des Euters zog, streckte die Kuh ihre Zunge heraus. Sie fragte den Jungen, wie er seine Krankheit beschreiben würde. Er antwortete, wie einen dunklen Fleck. Die Ärzte Dann schlug ihm ein Spiel vor, dass diese Kuh jedes Mal, wenn sie die Zunge herausstreckt, auch diesen dunklen Fleck wegleckt. Ein paar Wochen später wurde der Junge untersucht und das Geschwür war verschwunden. Der Arzt war fassungslos und fragte, wo ist das Geschwür? Der Junge antwortete mit seiner kindlichen Art, na wo schon, die Kuh hat es weggeleckt. Natürlich ist die Technologie, mit der wir arbeiten, um einiges komplizierter. Wir arbeiten mit den Stammzellen und bestimmten Mentalkonstruktionen, damit wir die gewünschten Resultate erreichen. Aber dieses Beispiel zeigt uns, wie man Ereignisse in unserem Körper verwalten kann. Der kleine Junge hat sich dann eigentlich selbst geheilt. Also er hat das Instrument bekommen in Form der Kuh, die den Fleck weggeleckt hat, aber er hat es selbst gesteuert, selbst gewollt, selbst gemacht und ist gesund geworden. Die ganze Idee von dem, was wir machen, ist, dass der Mensch selbst in der Lage ist, dies zu vollbringen. Wir erklären und zeigen Beispiele auf, damit der Mensch sich selbst davon überzeugen kann, dass er jegliches gesundheitliches Problem selbst lösen kann. Diese Mechanismen, die Instrumente sind ja etwas ganz Besonderes. Wie kann man so etwas entwickeln? Wie kommt man auf solche Ideen, auf solche Vorstellungen, ein Instrument zu entwickeln, mit dem ich dann bei mir auch selber arbeiten kann? Wie entstehen solche Instrumente? Viele Menschen sprechen seit Tausenden von Jahren über die feinstoffliche Welt der Materie und viele stehen in Verbindung mit jener Welt. Bis ich 50 war, habe ich keine Ahnung davon gehabt. Aber als ich im Krankenhaus war, trat ich in Kontakt mit dieser Welt. Ich habe angefangen zu analysieren, zu erforschen und hinzuhören zu den Botschaften, die ich aus jener Welt bekam. Muss man sich dieses Wissen anwenden oder dieses Wissen bekommen so vorstellen, dass das, ja, wie soll ich das sagen, auf älteres, überliefertes Wissen zurückgreift? Oder waren das, was man eine Eingebung nennt, plötzlich einfach bei Ihnen oder bei den anderen vorhanden? Dies ist ein Prozess der Selbstentwicklung, denn die Menschen entwickeln sich ständig. Es gab Zeiten auf der Erde, als sie von den Neandertalern bewohnt wurde. Dann kam der Homo sapiens. Und jetzt findet ein neuer Übergang statt. Es ist eine Zeit der Offenbarung unserer eigenen Fähigkeiten. Manch einer wird versuchen, mit diesem Wissen Vorteile für sich zu gewinnen. Als Meister, Guru, Priester oder Magier. Aber wenn wir es wissenschaftlich betrachten, sehen wir etwas, was wir bis jetzt über uns selber nicht wussten. Und das wird uns gerade offenbart. Das kann man als Erweiterung des menschlichen Bewusstseins bezeichnen. Eine große Rolle in der Lehre oder in dem neuen Wissen spielt die Erforschung der Seele. Wie funktioniert das? Denn es gibt ja einen regelrechten Aufbau, wie die Seele aufgebaut ist, wie sie funktioniert.
wie kommt es zu diesem Wissen und welche Rolle und welche Bedeutung spielt die Seele des Menschen? Sie spielt eine große Rolle, wenn nicht sogar die Hauptrolle. Lass uns als qualitatives Beispiel die Geschehnisse in Japan betrachten, die sich vor unseren Augen abspielten. Wir alle haben es mitbekommen, wie eine Welle kam, ins Landesinnere drang und plötzlich die Zukunft des Landes hier Frage stand. Zusammen mit meinen Schülern haben wir dann in Düsseldorf eine Technologie zur Hilfe Japans genutzt. Dabei werden bestimmte planetare Kräfte, der Erdkern mit seiner Information und der Wille eingesetzt, damit wir den Prozess in dieser Situation normalisieren können. In diesem Moment, als wir uns auf einen bestimmten Abschnitt des Ozeans konzentriert hatten, sind Delfine aufgetaucht. Sie haben sich im Kreise formiert und haben angefangen, um den von uns gemachten Strahl der Hilfe für Japan zu schwimmen. Sie ließen diese Hilfe nicht durch. Zwei Wochen vor den Ereignissen in Japan wurde ein Film von Greenpeace über Delfine ausgestrahlt. Dort wurden die Fabriken in Japan gezeigt, in denen man die Delfine schlachtet. Man sah volle Laufbänder mit noch lebenden Tieren und die blutverschmierten Menschen mit den Schlachtschwertern, die die Delfine in Scheiben zerhackten. Живых. Когда я смотрел на это духовным зрением, то есть зрением, которое Und als ich mir das mit dem geistigen Blick, der von der Seele kommt, anschaute, waren die Stimmen der Delfine für mich verständlich. Ich habe einen Schrei von einem kleinen Delfin vernommen. Er schrie: "Mama, ich habe Angst." Delfin кричал. Und als die Geschehnisse in Japan gezeigt wurden, hat man eine Mädchenstimme gehört, die ebenfalls jene Wörter geschrien hat. Mama, ich habe Angst. Die Menschheit versucht schon seit Jahrzehnten, Japan dazu zu überreden, mit dem Schlachten aufzuhören und die Tötung der Delfine zu beenden. Es ist so, dass der Delfin in der ursprünglichen Bezeichnung Nephilime heißt, was den Beginn der erblichen Vernunft auf der Erde bedeutet. So haben sich bestimmte Linien zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort überschnitten und das eine wurde zur Ursache des anderen. Erinnern wir uns an das Buch von Arthur Conan Doyle, als die Erde schrie. Genau das ist geschehen, dieselbe Situation, und die Erde hat aufgeschrien. Momentan hängt es von den Japanern selbst ab, ob sie diese Zusammenhänge begreifen und ob sie ihr Verhalten gegenüber der Natur ändern. Dann wird das Folgen haben, und wenn nicht, dann werden es andere Folgen sein, denn die Erde ist müde geworden. Bedeutet das, dass in diesem konkreten Fall, aber auch allgemein, eine mentale Verbindung zwischen Menschen und Tieren möglich ist und dass wir aus einer solchen Verbindung etwas lernen, zum Guten lernen können? Ja, es ist möglich. Und als wir uns mit Delfinen unterhalten haben, haben sie uns Folgendes gefragt. Wie könnt ihr uns so behandeln? Wir helfen euch immer, heilen eure Kinder, wir retten euch vor dem Ertrinken, wenn ihr mehr verunglückt. Warum geht ihr so mit uns um? So ein Gespräch haben wir gehabt. Man kann mit Tieren reden und sie erzählen uns alles.
Wir nennen uns Menschen, aber wir haben das animalische Erbe in uns immer noch nicht unter Kontrolle. Wir müssen immer noch jemanden jagen, umwerfen, erledigen, zerfleischen, essen. Können wir das wirklich als Beispiel einer geistig hochentwickelten Kultur charakterisieren? Es gehen ja nicht nur die Japaner mit den Delfinen schlecht um, sondern das ganze Verhältnis zwischen Mensch und Tier und den Mitgeschöpfen, das Mitgeschöpftier, ist ja in vielen Bereichen problematisch, zum Teil wirklich auch kriminell. Müssen wir auch da uns komplett umstellen, komplett neu lernen? Ich bin mit dir komplett einverstanden. Denn nicht umsonst steht in den großen Büchern, wie zum Beispiel der Bibel, dass wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen wurden. Wenn wir nach dem Ebenbild Gottes erschaffen sind, dann müssen wir auch wie ein Gott handeln. Das heißt, wir müssen unsere dunkle, tierische oder animalische Seite beherrschen, überwinden und handeln wie ein Gott. Kann ein Gott so handeln wie die japanischen Fischer, die Delfine in Stücke zerhacken? Die Norm des Schöpfers, weil Sie gerade von dem Menschen als Abbild Gottes sprechen, die Norm des Schöpfers ist etwas, was bei Ihnen eine große Rolle spielt. Muss man das religiös verstehen, oder also christlich, oder ist das allgemeiner zu verstehen, wenn man von der Norm des Schöpfers spricht? Der christliche Gedanke ist bis heute in unserem Bewusstsein. Das ist keine Kristallisierung göttlicher Absicht, aber es hat den Menschen ermöglicht, sich zu finden. Natürlich kommt nach diesem Verständnis ein anderes Niveau des Verständnisses und danach wieder ein anderes. Denn der Mensch soll in seiner Entwicklung nicht stehen bleiben. Momentan können wir über die Dinge reden, die wir erreicht haben. Und heute erreichen wir durch unser Wirken mittels des geistigen Wissens Resultate, die die ganze Welt erstaunen lassen. Wir wurden sogar vom persönlichen Berater der US-Präsidenten besucht. Er hat sich mit mir getroffen und hat mir sehr professionelle Fragen über meine Arbeit gestellt. Das Interesse daran besteht also auf globalem Niveau und sogar auf der Regierungsebene solcher Länder wie den USA. Bei mir in der Düsseldorfer Gruppe war zum Beispiel die Enkelin von Ex-Bundeskanzler Adenauer da. Du siehst, unsere Tätigkeit hat bereits die Schwelle bekannter Persönlichkeiten erreicht. Aber es ist trotzdem so zu verstehen, dass, wenn man von der Norm des Schöpfers spricht, dass nichts mit einem speziellen Religionsverständnis zu tun hat, sondern etwas ist, was allgemeingültig ist und für Menschen aller Glaubensrichtungen funktioniert. Dieses Wissen liegt in der Sphäre der Vereinigung der Menschen, unabhängig von ihren religiösen Konfessionen. Gott wird von uns verschieden bezeichnet. Wir haben sogar verschiedene Bezeichnungen für Brot. In England Bread, in Deutschland Brot. Und wir nennen es Chleb. Aber es verändert nicht seinen Zweck. Und ebenso ist es mit Gott. Es ist egal, wie wir ihn nennen. Der Begriff darf die Menschen nicht teilen. Kommen wir zu den medizinischen Themen noch einmal zurück. Sie haben in einer Abhandlung über das Thema Krebs geschrieben, dass Krebs so etwas wie auch eine Botschaft an den Organismus, an den Körper ist und dass das der Ansatzpunkt auch ist, um eine Heilung, eine
Gesundung zu erreichen. In meinem Verständnis ist Krebs eine Anomalie des Bewusstseins. Das heißt, wenn es in einem Menschen etwas gibt, das seiner Vorstellung widerspricht, dann kann es zu einer Krebserkrankung führen. Was ist Krebs? Eine gesunde Zelle, die kaputt geht. Und das kann jederzeit geschehen. Aber wodurch geschieht es? Durch den menschlichen Gedanken und seine Weltanschauungen. Wie ist es zu erklären, das Phänomen, dass ich im Gehirn, in der Leber, in den Lymphen überall Krebs bekommen kann, nicht aber im Herz, nicht am Herz, nicht im Herz? Dies betrifft deine vorhergestellte Frage über die Seele. Der Herz, der mit der Seele des Menschen assoziiert wird, ist für den Krebs unzugänglich. In der realen Welt der Feinstofflichkeit können wir die Prozesse, die in unserem Körper geschehen, sehen. Wir sehen die beschädigten Zellen, wie der Körper sich schützt, was im Inneren der Zelle geschieht, was in der Flüssigkeit der Lymphen oder dem Blut passiert. Dies alles kann man mit den neuen Fähigkeiten des Menschen sehen. Wir haben die Trainingsmethoden und öffnen diese Fähigkeiten bei Menschen in ein paar Tagen. Dann kann es gesehen werden, warum die Krankheit da ist und was man machen muss, damit diese Krankheit geheilt werden kann. Das heißt, wir finden und entfernen die Ursache dieser Krankheit, denn das ist in unser DNS aufgezeichnet. Das heißt, bei Krebs, aber auch bei anderen Krankheiten, bei Ihnen hat man sowohl den Bereich der Diagnose als auch den Bereich der Therapie. Also beides kann ich erfassen, kann ich sehen und dann mental lenken. Das kann jeder Mensch tun, denn wir öffnen neues Wissen und bringen den Menschen bei, dieses anzuwenden und welche Befehle nötig sind, um die Prozesse in den Zellen zu aktivieren. Wenn wir diesen Prozess kontrollieren, dann können wir ihn auch verändern. Und wenn nicht, dann schaltet sich der Automatismus ein, der in der Zelle vorhanden ist. Bei der Untersuchung dieser Prozesse finden wir die Kodierung, Worte, aber auch Zahlen, mit denen wir eine Korrektur vornehmen. Das ist ein Teil der Forschung, die wir an unsere Schüler weitergeben. Dieser Teil ist komplizierter als das Beispiel mit der Kuh, denn das Resultat liegt nicht nur in der Gesundung, sondern dass der Mensch gelernt hat, damit zu arbeiten. Das Resultat liegt nicht nur in der Gesundung, sondern dass der Mensch gelernt hat, damit zu arbeiten. In der Behandlung von Krebs habe ich ja die Situation, dass man weiß, der ist ein Hirntumor oder es ist ein Lungenkarzinom, was auch immer. Es ist also lokalisierbar. Gibt es einen Unterschied in der Schwierigkeit von Behandlung bei Krankheiten, die den gesamten Organismus betreffen? Bluthochdruck, Diabetes, eine Krankheit, die nicht auf ein bestimmtes Organ, sondern sich auf den gesamten Organismus negativ auswirkt. Ist das schwieriger oder ist das auch genauso machbar und kein Problem? Es ist so, der Krebs ist nicht immer lokalisierbar. Es gibt den Begriff Metastasen und sie verbreiten sich im ganzen Körper. Wenn du fragst, mit welcher Krankheit es leichter ist zu arbeiten, muss ich sagen, dass Diabetes in der Praxis viel schwieriger ist. Es ist nicht so, dass wir es nicht heilen können, aber die Erkrankung ist so zäh, dass bereits erreichte positive Resultate mehrere Korrekturen benötigen. Die Krebsbehandlungen sind an sich ja schon sensationell. Aber das, was wir gehört und gelesen haben an Regenerationen von Organen, Wiederherstellung von Organen, die rausoperiert wurden,
ist ja für die Schulmedizin völlig unvorstellbar. Wie kam das, dass es überhaupt zu solchen Versuchen kam? Und was ist dort im Detail alles schon geglückt und gelungen? Der erste Mensch, bei dem ein Organ nachgewachsen ist, war ich selbst. Mir fehlten die Gallenblase und der Blinddarm. Ich habe mit Hilfe von meinem gleichdenkenden Kollegen Igor Vitajewitsch Apreyev und meiner hellsichtigen Tochter erreicht, dass meine Organe sich wiederhergestellt haben. Сначала с дочерью работали, потом подключился Игорь Витальевич Арепьев, и мы втроем достигли того, что у меня восстановился орган. Этот наличие органа было подтверждено. Dies wurde mit 7 medizinischen Expertisen und einem Gerichtsurteil bestätigt. Экспертизами и даже пришлось защищать этот результат, то, что он в наличии, даже в суде. Есть и судебное решение, что у меня есть этот орган. И вы знаете, как ни странно, вот процесс регенерации, а это воскрешение органа, weißt du, это по-другому. Der Prozess der Regeneration ist sonderbar. Es ist die Wiederauferstehung des Organs. Dies kann man nicht anders nennen. Легче, denn dieses Organ war nicht da und es musste wieder nachwachsen. Aber genau das geschah bei uns viel leichter als die Heilung der anderen Krankheiten wie Krebs, Diabetes und Tuberkulose. Warum es so ist, das weiß ich nicht. Не знаю почему. Für die Regeneration der Organe nutzen wir die kodierten Impulse, die wir in bestimmte Chromosomen, die für dieses Organ zuständig sind, senden. Wir wecken das Chromosom, denn dort befindet sich der Plan, der Urplan, nach dem dieses Organ gebaut wurde. Изначальный план, по которому когда-то этот орган строился. Obwohl das Organ nicht mehr da ist, gibt es dennoch diesen Plan. Und wir senden den Impuls, damit das fehlende Organ neu gebaut werden kann. Viele meiner Schüler sind in der Lage, die fehlenden Organe zu regenerieren. Das soll aber nicht heißen, dass diese Menschen Unikate sind. Sie waren die ersten Mutigen, die es versucht haben. Ich möchte noch mal betonen, dass dies alle machen können. Es ist also offensichtlich von großer Wichtigkeit, dass der Mensch komplett ist, wieder alles hat, was er jemals rausoperiert bekam. Ja, natürlich. Ja, natürlich, das ist sehr wichtig. Man kann sich schwer vorstellen, dass als Gott den Menschen schuf, er etwas Überflüssiges in ihm schuf, das dann mit einem Skalpell rausoperiert werden muss. In einem Menschen ist alles, was er braucht. Kannst du dich an die Periode erinnern, in der fast bei allen der Blinddarm entfernt wurde? Die Ärzte behaupten, der Blinddarm sei überflüssig. Als wir es untersuchten, haben wir Folgendes festgestellt. Der Blinddarm ist für die Immunität zuständig. Also wenn er rausoperiert wird, so wird auch das Immunsystem, der Schutz des Menschen, zerstört. Deswegen habe ich meinen Blinddarm wiederhergestellt. Er wurde mir seinerzeit entfernt und jetzt habe ich ihn wieder. Ich möchte noch Folgendes ergänzen. Der Prozess der Regeneration ist direkt mit dem Verjüngungsprozess verbunden. An den Enden der Chromosomen gibt es sogenannte Chromatinfäden. Bei jeder Teilung der Zelle, der Mitose, dem Vorgang vom Entstehen zweier Tochterzellen aus einer Mutterzelle, verkürzen sich die Chromatinfäden. Und wir haben beobachtet, wenn wir die Organe regenerieren und dadurch Zellen neu entstehen, haben diese den vollen Satz der Chromatinfäden. Sie fangen an, alle veralterten Organzellen in unserem Körper umzuprogrammieren und den Körper in Richtung Verjüngung zu steuern. Da ich auch regenerierte Organe habe, begann mein Körper auch diesen Prozess der Verjüngung.
Und vor 10 Jahren sah ich älter aus als heute. Im Sommer diesen Jahres werde ich 65 Jahre alt. Und alle, die mich kennen, haben es bereits bemerkt, dass ich heute jünger aussehe als vor 10 Jahren. Bei dem Thema Regeneration von Organen, die ja für westliche Medizin völlig unvorstellbar und phänomenal ist, ist alles, ich frage das nur, ich weiß es, aber Sie sollten es einfach auch nochmal sagen, minutiös dokumentiert, welche Fälle es gegeben hat, und es sind viele Fälle. Ist das richtig? Hier in Europa gibt es viele Beispiele von Menschen, die Veränderungen bei sich registriert haben. Ein Beispiel. In Bulgarien wohnt eine sehr wundervolle Frau, Tamara Anastasova. Sie arbeitet in einer Reiseagentur. Diese Frau hatte ein bösartiges Krebsgeschwür gehabt. Man hat es ihr entfernt, aber gleichzeitig wurden die Nebennieren entfernt. Nach gewisser Zeit ist der Krebs wieder ausgebrochen und sie kam zu uns nach Moskau. Nach ihrem Besuch und Zusammenarbeit mit uns ist der Krebs verschwunden und ihre Nebennieren wurden regeneriert. Sie ist in die Klinik gegangen, in der man ihr die Nebennieren entfernt hatte. Und es wurde festgestellt, dass die Organe vorhanden sind. Die Röntgenärzte sind zum Chirurg gegangen, um dies zu klären. Der Verdacht war, dass dem Chirurg ein Fehler unterlaufen sei und er falsche Organe rausoperiert habe. Dieser Konflikt ging bis zur Klinikleitung in Sofia. Aber auch dort wurde dasselbe Ergebnis diagnostiziert. Kein Krebsgeschwür und alle Organe sind wieder da. Man hat es erneut in der japanischen Klinik Takuda nachuntersucht. Danach wurde dieser Fall und andere Fälle bei der medizinischen Konferenz in Stockholm 2009 untersucht. Die Tamara Anastasova hat selber über ihre Situation berichtet. Bei dieser medizinischen Konferenz in Stockholm war auch eine nicht unbedeutende deutsche Delegation vertreten. Wie schnell geht eine solche Wiederherstellung eines Organs? Ist das immer dieselbe Zeit oder gibt es Unterschiede, gibt es Schwierigkeiten oder ist das quasi genormt und das ist unterschiedlich. Manchmal geht es sehr schnell und das ist normal. Aus der Sicht der Physik gibt es bestimmte Zyklen und Umfang der Zellteilung. Dies kann manchmal gestört werden und statt in 3 Jahren geschieht es dann in 15 Minuten. Die Fakten zerstören alle materiellen Konzepte. Weswegen viele Wissenschaftler mit "Das kann nicht sein" reagieren und in Opposition gehen. Sie suchen nach anderen Erklärungen und nehmen die Fakten nicht an. Am Anfang des vorigen Jahrhunderts haben die Physiker behauptet, dass sie alles über den Aufbau des Universums wissen. Und es blieb nur übrig, schwarze Löcher zu studieren. Somit sei das Bild über das Universum wissenschaftlich geklärt. Sie sind in die schwarze Materie eingestiegen und kommen nicht mehr heraus, weil sich ein neues Universum geöffnet hat, das Quantenuniversum. Man sollte nicht in dieselben Fettnäpfchen treten. Es ist besser zu forschen, um Dinge zu verstehen, als zu vernichten, was dem Wohle der Menschheit dient. Die Wissenschaftler, die sich mit einem solchen Thema auch befassen, sind ja die Quantenphysiker, was wir gerade angesprochen haben. Ist die Quantenphysik so etwas wie sind das die wenigen Wissenschaftler, die verstehen, ein Gefühl dafür bekommen oder ein Gefühl dafür haben, was sie tun? Sind das die einzigen, die so ein bisschen eine Ahnung haben von dem, was sie leisten und was sie können? Yes, of course.
Of course, natürlich. Tatsächlich leisten die Quantenphysiker einen großen Beitrag für uns. Davon da das Verständnis kommt, die Unterstützung und die Hilfe. Sie machen die neuen theoretischen Forschungen, die neuen Entdeckungen und das freut mich sehr. Wir haben über die Quantenphysik gesprochen. Kann es sein, dass das Diktat der Einsteinschen Physik hier Wissen über viele Jahrzehnte blockiert und verhindert hat? Die Sache ist die, dass Einstein kurz vor seinem Tod in einem seiner Briefe an einen Freund Folgendes geschrieben hat. Er sei sich überhaupt nicht sicher über die wissenschaftlichen Behauptungen, die er selbst in die Welt gebracht hatte, und dass diese sich lange halten würden. Das war eine Art Selbstzensur. Trotz allem war Einstein ein hervorragender Wissenschaftler und wir dürfen ihn nicht anhand dieser Aussage herabstufen. Вполне возможно, что это будет меняться, как-то принижая его как личность. Это не так. Он действительно очень много сделал. Er hat viele große Entdeckungen und Erleuchtungen für die Wissenschaft hervorgebracht. В том числе и в вопросе той вечной жизни, которую auch in Sachen über das ewige Leben hat der Einstein gesagt: Je größer die Geschwindigkeit eines Objektes im Raum, desto länger ist die Zeit seiner Existenz. Er hat die Geschwindigkeit, die Bewegung und die Zeit der Existenz in eine umgekehrte Abhängigkeit zueinander gestellt. Das ist ein wichtiger Moment, denn je genauer das Denken des Menschen, je schneller seine Gedanken und Impulse reagieren werden, desto länger lebt der Mensch. Und das ist auch eine Erkenntnis vom Einstein. Angesprochen wurde schon im Zusammenhang mit der Regeneration von Organen das Thema, dass sich der menschliche Organismus verjüngen kann. Wie muss man sich Verjüngung, ein zweiter Begriff bei Ihnen und bei Grabovoi, ewiges Leben und völlig unvorstellbar für unsere Vorstellungen, ein dritter Begriff, Wiederauferstehung, sind das, wie muss man sich das vorstellen? Ist das etwas, was wir wirklich als Menschen jetzt steuern können? Dies ist ein reales und erreichbares Wissen. Aber es ist noch mehr. Dies ist dominante Göttlichkeit im Universum. Wir orientieren uns nach Idealen und Gott ist ein Ideal. Und ist Gott sterblich? Wird Gott krank? Kann Gott im Sterben liegen? Nein. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Wir müssen viel erkennen und viel verstehen, damit wir wie unser Vater der Gott werden. Und genau das machen wir. Wir erkennen und geben dieses Wissen an die Menschen weiter. Diese können sich dann ganz leicht das erschließen, was wir Hellsehen nennen. Sie gehen den Weg der Selbstentwicklung, um sich selbst zu entwickeln und nichts anderes. Dies wird nicht dafür gemacht, damit man in irgendeine Kirche läuft und sich bei niederknienden Gebeten die Stirn einschlägt. Ich kann in eine Kirche gehen oder es lassen, denn ich spüre den Gott in mir drin. Es ist das Glück und die große Glückseligkeit, sich als ein Teil vom ewig lebenden Universum zu fühlen. Viele sagen, es könne langweilig werden, ewig zu leben. Und was ist das? Dem ist nicht so. Es ist sehr interessant. Ich habe noch nie so gelebt, so viele kreative Pläne, so viel Mitschöpfung und so viel Freude, wenn uns etwas gelingt bei dem, was wir machen. Alle Menschen, die zu uns als Schüler kommen, sind unsere Freunde, weil wir freundschaftlich miteinander umgehen. Und in diesem Raum der gegenseitigen Liebe schaffen wir die neue Bewegung und stets noch mit dem gleichen Ziel, das göttliche Ideal.
к божественному идеалу. Aber muss man das so verstehen bei dem Stichwort Verjüngung oder ewiges Leben, dass es jeder Mensch selbst steuern kann, wann er sagt, jetzt war es genug in dieser, auf dieser Welt, in diesem Leben, habe ich das wirklich komplett selbst in der Hand? Человек волен делать все, что хочет, в том числе и это. Der Mensch ist in seinem Tun unbegrenzt. Aber ich möchte noch mal erwähnen, und ich spreche nur aus meiner Erfahrung, für mich war das Leben noch nie so interessant wie in den letzten Jahren. Und dieses Interesse wächst erst. Und ich gehe davon aus, dass ich nicht wie in Goethes Faust verweile Augenblick, du bist so schön, aufschreien werde. Faust, могу воскликнуть, остановись мгновенье. Denn er hat nur für das Vergnügen gelebt, für Frauen und Wein. Und das kann uns ermüden. Aber wir sind Mitschöpfer der neuen Welt. Und das macht nicht müde, das ist interessant und erfreut uns. Ich komme noch mal auf die medizinischen Ergebnisse zurück. Wir haben über Krebs gesprochen, wir haben über Unfälle, Verletzungen, alle möglichen Erkrankungen gesprochen, die mit der mentalen Lenkung behandelt werden können. Gehört in den Komplex medizinischer Erkrankungen, auf denen Sie gearbeitet haben, auch das Thema HIV und AIDS, oder ist das etwas, was wo es noch keinen Fall gibt? Wir haben auch Erfahrung mit AIDS, mit positivem Resultat gehabt. Ich kann nicht sagen, dass wir viel damit gearbeitet haben, aber wir haben ein paar Fälle gehabt und alle geheilt, was uns neue Perspektiven öffnet. Es darf nicht wie die medizinische Prozedur oder ein Medikament sein. Es ist kein medizinischer Prozess, es ist ein geistiger Prozess der Selbstentwicklung. Zu allen, die zu uns kommen, um Hilfe zu bekommen, sagen wir, ihr sollt erst darüber lesen, es verinnerlichen und entscheiden, ob es was für euch ist oder nicht. Und dann können wir weitermachen, weil wir mit jeder Person erst unser Bewusstsein einstimmen müssen. Wenn wir uns eingestimmt haben, dann können wir leicht die Resultate erzielen. Ohne diese Einstimmung können oft keine gewünschten Ergebnisse geschehen. Wenn diese Menge an medizinischen Erfolgen und phänomenalen Erfolgen, die belegt sind, kann es sein oder muss es nicht quasi zwingend sein, dass der normale schulmedizinische Betrieb regelrecht Angst vor solchen Methoden und vor solchen Fähigkeiten hat. Es bleibt ja von dem, was in Krankenhäusern, was in Arztpraxen, sonst wo passiert, eigentlich nichts mehr übrig, was sinnvoll ist. Ja, bedauerlicherweise gibt es diese Befürchtungen, die uns direkt von den Ärzten gebracht werden. Aber sie können es genau wie wir lernen und sie werden gebraucht und sind wichtig. In unserer Nürnberger Gruppe, zu der ich nach unserem Interview wieder zurückfahre, ist ein Drittel Ärzte. Und ca. 10 weitere sind Wissenschaftler, Physiker, Chemiker, Biologen und Genforscher. Das heißt, der größte Teil der Teilnehmer sind Spezialisten aus der naturwissenschaftlichen Richtung. Und das freut mich sehr. Ich kann nicht überall zugleich sein. Und jene Schüler von heute werden die Heilenden von morgen sein. Das bedeutet, eine Frage, die sich jetzt hier anschließt, oder eine Frage, die man jetzt hier sinnvoll anschließen kann, dass eigentlich, wenn man das möchte,
diese Methoden, dieses Wissen jeder Mensch erlernen kann. Man braucht keine spezielle Ausbildung, man muss nur bereit dazu sein, spirituell, seelisch, mental bereit dazu sein. Wir haben in Almaty einen 7-jährigen Jungen, der bei sich selbst ein Organ regeneriert hat. Also welche Bildung könnte dieser Junge haben? Es ist sein Glaube, dass er das machen kann und seine unverfärbte Wahrnehmung des Lebens. Und deswegen ist ihm alles gelungen. Diese Technologie ist für alle zugänglich. Das heißt, wir müssen uns auf diesem Vektor der Selbstentwicklung einstimmen. Alle Menschen sollen es tun und zu Göttern werden und nie wieder krank, alt und sterblich sein. Das ist alles erreichbar und es besteht keine besondere Schwierigkeit darin, obwohl dieser Prozess in unserem Inneren das Niveau einer komplizierten Wissenschaft hat und wir noch nicht alles mit unserem Bewusstsein umfasst haben. Aber die Resultate in dem Teil, in dem wir vorgedrungen sind und verstanden haben, sind wundervoll. Als Sie mit Ihrer Arbeit und als auch die beiden Kollegen mit der Arbeit begonnen haben und die Arbeit bekannt wurde und immer bekannter wurde, gab es sehr viel Kritik, sehr viele Neider. Was kann man dazu sagen? Viele Vorwürfe, viele Angriffe. Ist das immer noch ein Problem oder ist das inzwischen etwas ruhiger geworden? Ja, das habe ich bereits am Anfang unseres Treffens gesagt, dass die Situation sich bereits geändert hat. Aber ich werde nicht von Neid sprechen, sondern von Unverständnis. Die Menschen sind so konditioniert, das gibt's nicht und jenes kann es nie geben. Und wenn man dann plötzlich von dem spricht, was es niemals geben kann, dann ist man ein Scharlatan, ein Betrüger und man versucht, ihn zu steinigen oder ihm sonst was anzutun. Ich glaube, es ist ein Mangel an Bewusstsein, denn die Menschen richten sich nach ihrem eigenen Stand des Bewusstseins. Und wenn sie ein gewisses Niveau noch nicht erreicht haben, dann haben es auch andere nicht erreicht. Das ist das grundsätzliche Problem. Die Menschen, die es mit unserer Hilfe erreichen, weil wir sie vervielfältigen, verändern ihre Position. Es sind schon so viele solcher Menschen, so viele Fakten und Resultate, dass man darüber nicht mehr streiten kann. Es sind keine Einzelfälle mehr. Unsere Technologie hat ein offizielles Niveau erreicht und wird in vielen Ländern eingesetzt. Zum Beispiel in der Ukraine hat die Medizinische Akademie der Wissenschaft beim Zyklus der Diplombildung der Fachkräfte inzwischen ein Fach mit der Lehre über den Baum des Lebens nach unserer Lehre eingeführt. Und das ist eine große Errungenschaft und ein großer Erfolg. Du weißt vielleicht, dass das Symbol der Baum des Lebens in allen alten Religionen existiert. In China, bei den Mayas, in Indien, in Ägypten und im Judentum, obwohl es damals keine öffentliche Kommunikation gab. In meinem Verständnis und in meiner Lehre, jene, die ich entwickelte, ist der Baum des Lebens ein Bauplan vom Aufbau des Menschen. Auf einer Ebene ist es die DNS, auf der anderen sind es die Organe und auf der nächsten Ebene ist es das Sonnensystem, die Sonne und die Planeten.
Es hängt davon ab, mit welcher Wahrnehmung wir es anschauen. Aber es ist ein Plan, ein Bauplan vom Aufbau des Menschen, ein göttlicher Plan. Deswegen haben wir unsere Lehre der Baum des Lebens genannt. Das heißt, die Lehre über die Entwicklung und dem Streben des Menschen nach dem göttlichen Ideal. So wie es Gott schuf, auf der Planetarebene, auf der Organebene und dessen Struktur ist im Baum des Lebens enthalten. Im Zusammenhang mit den medizinischen und den Heilerfolgen spielen ja auch Zahlen und Zahlencodes, Zahlenkombinationen eine große Rolle. Wie konnte das erforscht werden, dass zu bestimmten Krankheiten, zu bestimmten Indikationen wirklich definierte Zahlen medizinisch positiv eingesetzt werden können? Als erster hat die Zahlenreihe Grigori Petrovich Grabovoi angewendet. Ich muss sagen, dass unsere Technologie nicht ganz die gleiche ist, wie sie Grigori Petrovich anwendet. Aber ab einer bestimmten Etappe sind wir zum Ergebnis gekommen, wenn wir bestimmte Zahlenreihen bei der Kodierung einsetzen, dann kann sich der Prozess der Wirkung beschleunigen. Die Zahlenkodierung sind also ein Element oder ein Instrument der Beeinflussung, das auf die menschliche DNS wirkt. Natürlich war der Grigori Petrovich der erste Initiator, aber unsere Technologien unterscheiden sich. Еще раз подчеркиваю, они немного другие. Мы работаем в основном через образ. Wir arbeiten mit Bildnissen und Gestalten. Wenn wir noch dazu die Codes einsetzen, und es müssen nicht die von Grigori Grabovoi sein, denn der feinstoffliche Raum gibt uns passende und wichtige Zahlen rein für jene Situationen, die wir dann nutzen. Wenn es um Bilder, ein schönes Stichwort, geht, die als Instrumente genutzt und eingesetzt werden können. Können wir einfach da mal ein Beispiel erfahren eines solchen Bildes, das man nutzt, das man bei Ihnen nutzt, um Menschen zu helfen und Menschen zu heilen? Gut, ein Beispiel. Für die Regeneration der Organe benutzen wir die Stammzellen. Aber wir benutzen sie mental. Wir müssen sie den Menschen nicht reinspritzen. Wir nehmen sie aus dem Knochenmark, sie leuchten dort in rosa Farbe, als ob sie sich bemerkbar machen und sagen wollten, ich bin bereit zu helfen. Und wir übertragen, teleportieren dieses Bildnis oder Gestalt, die sie uns gibt, an jenen Platz, wo ein neues Organ entstehen soll. Es wird an die zweite, die dritte und an die weiteren Zellen übertragen. Und dann wird der Code zugefügt. Dieser Code leuchtet dort auf, aber es gibt auch Wortkodierung, zum Beispiel Differenzierung. Und das heißt, sobald wir Wortkodierung aussprechen, fangen die Zellen an, sich zu teilen. Es fängt der Prozess der Mitose nach bereits vorhandenem Hologramm an. Das Organ ist als leuchtendes Bildnis vorhanden und wir füllen dieses Bildnis mit realen Zellen durch die Mitose auf. Das Organ wird wiederhergestellt. Der Mensch lässt sich untersuchen und alle machen große Augen, weil dort, wo das Organ fehlen sollte, es plötzlich wieder eins gibt. Es gibt jetzt eine Stiftung, ein Institut in Moskau, das Sie leiten und Sie begründet haben. Ist das etwas, was mit einem quasi Krankenhaus vergleichbar ist? Oder was ist Aufgabe dieser neuen Stiftung, dieses neuen Institutes von Ihnen? Такого института нет. So ein Institut gibt es nicht. Wir haben keins gegründet. Ich betone es nochmal. Ich unterrichte nur. Meine Schüler kommen aus verschiedenen Bereichen.
Es sind dabei Konstrukteure vom Korolev-Zentrum, das Zentrum der Raumfahrtindustrie, Ärzte, Akademiker. Приходят врачи, академики даже приходят и учатся там у меня. Ich bin kein Fachmann aus der Uni. Ich erzähle über meine Erfahrungen, teile meine Forschungsergebnisse mit, wie ich was erreicht habe. Es ist eine Gesprächsrunde, wie bei uns gerade. Du fragst und ich antworte. So verlaufen alle meine Kurse auch hier in Deutschland, wo wir momentan viele Spezialisten ausbilden. Die Nachfrage ist sehr groß. Es kommen Menschen aus Neuseeland, Thailand, Australien, Amerika, Kanada, Norwegen, Griechenland, Spanien. Sie kommen von überall her, laden uns zu sich ein und ich fahre hin. Ich habe kein Institut und sehe momentan auch keine Notwendigkeit darin. Momentan ist diese Arbeit wichtig, so wie Jesus sagte, wacht auf. Genau das ist die wichtigste Aufgabe. Wir müssen die Menschen aus ihrem Schlaf der verzerrten Vorstellung über sich selbst und über die Welt aufwecken. Wir haben viel gesprochen über medizinische Themen, medizinische Probleme. Neue Wissen von Ihnen geht ja darüber hinaus. Ich habe ja auch die Möglichkeit, mein Leben selber zu beeinflussen in beruflichen, in privaten, in Dingen, die nichts mit Gesundheit zu tun haben. Wie muss man sich das vorstellen, jenseits der Medizin? Für mich ist es nicht schwierig, es vorzustellen, denn ich befinde mich immer im Prozess der Selbstveränderung. Alles, was neu ist, lasse ich durch mich durchlaufen und als Resultat verändere ich mich. Und was die Medizin und die medizinischen Veränderungen angeht, da gibt es bereits eine traurige Statistik. Вы знаете, есть уже статистика, к сожалению, очень печальная. Вообще-то смертность во время всеобщего забастовок. Das heißt, dass die Menschen nicht durch die Hilfe der Ärzte überleben, sondern weil diese Hilfe eine Zeit lang ausgeblieben ist. Als zweites, wir sind in der Ära der Informationstechnologien eingestiegen. Und jedes Krankenhaus, jede Klinik ist ein gigantischer Kondensator der anormalen Gefühle von Menschen. Diese Menschen stehen an der Grenze zwischen Leben und Tod. Sie strahlen ihre Angst vor dem Tod und die Schrecken von der Krankheit aus, die sie beherrscht. Die Ärzte müssen jeden Tag in dieser Atmosphäre arbeiten. Und laut Statistik leben diese Ärzte 20 Jahre kürzer als ihre Patienten. Und wenn sie an dieser Realität weiter festhalten, dann wandern sie auf den Friedhof. Und wenn sie den Wunsch äußern, diese Realität zu verändern, dann öffnet sich für sie das Leben. Es steht nicht umsonst in der Bibel geschrieben, ich gebe dir das Leben und den Tod, doch uns wird aber das Leben empfohlen. Dies kann ich auch allen Ärzten sagen. Wählt das Leben und lasst uns das Leben festigen. Das Leben und nicht den Tod. Die Entwicklung des Menschen, hatten Sie gesagt, vollzieht eine Veränderung, einen Schritt hin, eine Entwicklung zu mehr Spiritualität. Ist das etwas, was vielleicht in irgendeinem Zusammenhang mit dem nächsten Jahr, mit 2012 steht? Oder ist das jetzt ein purer Zufall, dass Ihr Wissen, Ihre Arbeit sich immer stärker durchsetzt, immer bekannter wird und immer positiver bewertet wird und 2012 hat damit gar nichts zu tun? Ich denke, dass
Ich denke über die Szenarien in 2012, die das Internet und die Massenmedien dominierten. Sie sind pessimistischer Natur und für uns nicht aktuell. Es waren Szenarien der Apokalypse, die Edgar Cayce oder die bulgarische Seherin Vanga gesehen haben. Sie haben zu ihrer Zeit eine reale Apokalypse gesehen, die damals die Erde bedrohte. Heute hat sich das Paradigma geändert und in unserer Zeit wird dieses Szenario der Apokalypse nicht stattfinden. Diejenigen, die die Menschen durch die Massenmedien in die Angst treiben, versuchen, wenn nur im kleinen Umfang, diese Apokalypse einzuleiten. Diese Information taucht nicht einfach so auf. Es stehen immer gewisse Kräfte dahinter. Sie stehen unerkannt im Schatten und sie sind an einer hellen Zukunft wenig interessiert. Ich weiß nur eins. Es werden die lokalen Kataklysmen und nicht mehr globale Kataklysmen geschehen. Ich weiß es genau. Ich habe es nicht erraten. Das wurde mir von Gott mitgeteilt. Ich stehe in Beziehung zu ihm. Ich kontaktiere ihn. Ich frage ihn und er antwortet mir. Unser Schöpfer hat es sehr präzise ausgedrückt. Die Erde wird wunderschön sein und die Menschen werden glücklich leben. Ich erzähle nur das, was Gott mir mitgeteilt hat. Und was im Internet mit Angst erzählt wird, interessiert mich nicht. Was kann man als Zuschauer, als jemand, der dieses Interview sich ansieht, dazu beitragen, dass dieses Wissen, dass diese Fähigkeiten möglichst breit und möglichst vielen Menschen zur Verfügung gestellt werden? Was wäre so die, ich sag mal, Schlussbotschaft, die Sie den Zuhörern, den Zuschauern geben könnten? Als erstes möchte ich sagen, sich zu bekriegen und sich zu schädigen ist leicht. Aber eine Freundschaft zu pflegen und sich zu verstehen ist viel schwieriger. Ich bin sehr froh, dass die Menschheit in Richtung der Freundschaft steuert. Es ist nicht nur das Verständnis untereinander wichtig, sondern auch das Verständnis für die Natur, für die Tiere, also all jene, die mit uns die Erde bewohnen. Wir müssen alle und alles so behandeln, wie es Gott tut. Und wenn wir es genau so tun, dann werden wir zu Gott.